So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf unserem Kanal. Heute mal ein kleines News-Video von mir zum eSports Boxing Club, dem wohl ambitioniertesten Sportspieleprojekt der letzten Jahre, so zumindest meine erste vorsichtige Einschätzung. Was werdet ihr jetzt in diesem Video sehen? Ich möchte euch ganz kurz mal mitteilen, was es an News rund um Videomaterial gibt, und dann möchte ich euch schon einen ersten Ausblick auf Kanal-Content im Jahr 2022 geben und mal so ein bisschen anskizzieren, was ihr dann, wenn das Spiel erschienen ist, auf unserem Kanal erwarten dürft. Zuerst einmal seht ihr hier kein Original-Gameplay-Video in irgendeiner Form, was ich ja sonst in den letzten Videos zum eSports Boxing Club immer gebracht habe. Das hat einen Grund: ich habe nichts Brauchbares gefunden an YouTube-Videos, komme ich gleich drauf zu sprechen, die ich hätte für mich verwerten können in irgendeiner Form. Zum einen weiß man ja immer so ein bisschen, welche Publisher das, ich sag jetzt mal, dulden oder gestatten und welche nicht. Das ist beim eSports Boxing Club bisher nicht das Problem, aber ich habe zu dieser Art von Videoinhalt, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, kein Video wirklich gefunden, wo nicht irgendein anderer Content Creator irgendwo, sag ich mal, sein Interface oder sein Gesicht irgendwo präsentiert hat, und so wollte ich einfach nicht das Video nehmen, und daher moderiere ich das so an. Und zwar möchte ich euch gerne eine Videoempfehlung geben. Es gibt aktuell ein sehr, sehr schönes Video, das werde ich euch auch unten verlinken. Schaut da mal rein. Das ist, wie man einen Spieler erstellt. Das dort wird es in-game relativ gut gezeigt. Ganz interessantes Video von Sports Gamers Online, ein amerikanischer Video-Channel auf YouTube natürlich, der sich nur mit Sportspielen beschäftigt, natürlich für mich gefundenes Fressen. Ich beziehe auch tatsächlich immer mal wieder auch ein paar Infos und Videos von diesem Kanal. Videos nicht im Sinne von, dass ich die weiterverwende, aber dass ich mir dort Sachen anschaue und dann natürlich euch auch aufbereite in Deutsch mit entsprechenden Infos und News. Dieses Video werde ich euch verlinken, sehr interessant, schaut mal rein. Zweiter Tipp von mir: wer möglicherweise durch dieses Video so ein bisschen neu auf dieses Spiel kommt, ich habe euch ebenfalls entweder hier oder hier am Ende von diesem Video eine Playlist verlinkt mit bereits von mir erstellten Videos aus den letzten Wochen und Monaten zum eSports Boxing Club. Dort stelle ich euch ein bisschen auch den Roster vor und andere Dinge rund um dieses Spiel, und meine persönliche Einschätzung ist ja auch, es könnte ein richtiger Knaller in 2022 werden, auch auf dem Kanal. Ich werde also mit News und Info euch weiterhin bis zum Release versorgen. Natürlich dann auch in den nächsten Videos gerne wieder mit richtigem Material, so wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich möchte ich damit verbunden auch euch schon so ein bisschen anskizzieren, was ich auf dem Kanal in 2022 mit dem Spiel vorhabe, wenn es denn draußen ist. Natürlich gibt es ein angespielt Video, natürlich gibt es ein Testvideo, das ist bei mir eigentlich zu 99% Standard von Spielen, die ich spiele oder auch von meinem Partner GameNews.de kostenlos bekomme. Das mache ich immer sehr gerne, aber eSports Boxing Club wird garantiert darüber hinausgehen. Es wird dort einen Karrieremodus geben, und wie der Name eSports ja auch sagt, wird es dem Vernehmen nach dort natürlich auch einen sehr, sehr großen Online-Rahmen für Turniere, für natürlich, ich sag jetzt mal, Casual Online Modi geben, und damit möchte ich mich dann im nächsten Jahr definitiv auseinandersetzen. Da möchte ich euch was zeigen. Ich freue mich schon total drauf. In allererster Linie freue ich mich dort aber auf den Karrieremodus. Ich stelle ihn mir ziemlich geil vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach schon sehr, sehr viele Rahmenbedingungen zu dem Spiel einfach klar sind. Man weiß, wo die Reise gameplay-technisch hingeht, dass jeder Boxer, ich glaube, 50 unterschiedliche Attribute hat, dass da auch da dieses Footstep-Gameplay, also die Fußarbeit, eine individuell und sehr interessante Rolle spielen wird. Also wenn ihr euch dann bewegt, und also ist schon richtig geil. Ich muss sagen, ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wenn alles passt und das Spiel natürlich dann zum Release nicht sein ganzes Gameplay verbockt,
dann dürfte dies, das kann ich jetzt schon in Aussicht stellen, auch natürlich für mich, aber auch für euch in der Kommunikation, dann dürfte dieses Spiel sehr wahrscheinlich eins der größten Titel auf dem Kanal im Jahr 2022 werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf, werde euch neben der Videoempfehlung hier unten auf jeden Fall auch nochmal die offizielle Homepage vom eSports Boxing Club verlinken. Schaut doch da mal rauf, könnt ihr immer mal wieder alle paar Wochen drauf schauen. Ich kann euch auch gerne noch den offiziellen YouTube-Channel von eSports Boxing Club hier unten auch noch natürlich unter dem Video gerne verlinken. Und wie gesagt, am Ende des Videos nochmal meine eigene Playlist mit allen bisher von mir veröffentlichten Videos zum eSports Boxing Club, wo das natürlich dann jetzt auch nach Veröffentlichung reinkommt. Und stöbert mal, beschäftigt euch mal damit, wer ansatzweise was mit Boxen anfangen kann, auch videospieltechnisch, sollte auf jeden Fall am Ball bleiben. Daher freue ich mich natürlich auch, wenn neue User uns vielleicht durch dieses Video auch auf YouTube abonnieren. Das ist komplett für euch kostenlos. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten haut mal in die Kommentare rein, ob ihr euch auf das Spiel freut. Seid ihr skeptisch? Welche Stimmung habt ihr zu dem Spiel? Ansonsten lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit, weiterhin natürlich auch gerne auf unserem Kanal und sage in gewohnter Manier bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.